Besonders perfide allerdings an dem Paket und an den Vorschlägen der FDP ist in meinen Augen oder in unseren Augen das Vorhaben, Menschen, die 45 Jahre lang geschuftet haben, jetzt noch um einen Teil ihrer Rente zu bringen und diese Renten auch noch zu kürzen. Man kann das nicht oft genug sagen, es gibt in Deutschland keine Rente mit 63, die gab es mal. Es gibt einen vorzeitigen Renteneintritt, und zwar 2 Jahre vor dem regulären Rentenalter für Menschen, die 45 Jahre gearbeitet haben. Da das reguläre Rentenalter sich in Richtung 67 bewegt, heißt das irgendwie, dass die Menschen eben dann perspektivisch mit 65 in Ruhestand gehen dürfen, wenn sie 45 Jahre gearbeitet haben. Selbst das ist Herrn Lindner noch zu viel. Und das in einer Situation, wo wir in Deutschland eine wachsende Altersarmut haben, wo wir in Deutschland 10 Prozentpunkte weniger Rentenniveau haben als im Durchschnitt der EU und wo, das sind auch Zahlen, die uns ja zur Verfügung gestellt wurden auf einer Anfrage, knapp die Hälfte aller Rentnerinnen und Rentner in Deutschland mit einem Nettoeinkommen von unter 1250 Euro klarkommen müssen. Nettoeinkommen heißt also alle Einnahmen zusammengerechnet, auch das, was sie dann noch an Betriebsrenten und sonstigem haben. Das heißt, wir haben hier wirklich nicht die Situation, dass die Rentnerinnen und Rentner in Deutschland besonders gut leben, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und insoweit ist das eben wirklich ein unglaublicher Vorschlag, jetzt ausgerechnet bei den alten Menschen, ausgerechnet bei denen, die oft auch körperlich sehr schwer gearbeitet haben, das sind ja meist diejenigen, die 45 Jahre dann auch eingezahlt haben, ausgerechnet bei denen noch zu kürzen. Also alleine dafür hätte die FDP schon verdient, aus dem nächsten Bundestag herauszufliegen. Ich hoffe, dass zumindest bei der Europawahl die Menschen sich überlegen werden, dieser Partei noch ihr Kreuz zu geben. Auch beim Bürgergeld hat Wagenknecht völlig recht. Also die FDP macht Politik gegen die Rentner. Warum macht die FDP das? Wenn die Leute einige Jahre länger im Job bleiben müssen, dann müssen die Arbeitgeber keine Rentner akquirieren, dann müssen sie keine höheren Löhne zahlen, dann müssen sie keine teuren Ausbildungen bezahlen. Das heißt, die Arbeitgeber sparen Geld und die Rentner schuften länger. Also die FDP macht hier Politik für die deutschen Unternehmer zulasten der deutschen Rentner. Also das ist ziemlich klar. Beziehungsweise wenn die Leute nicht mehr bis 67 arbeiten können und früher in Rente gehen können, dann bedeutet das, wie Wagenknecht eben völlig richtig gesagt hat, effektiv eine Rentenkürzung. Das heißt, die FDP sorgt dafür, dass die deutschen Rentner entweder weniger bekommen, also aus dem Rentensystem weniger Geld entnommen wird, aber dafür mehr Leute Armutsrenten haben, oder sie sorgt dafür, dass die Leute länger arbeiten und die Arbeitgeber sie länger ausbeuten können. Also das ist die Politik der FDP. Geld muss man natürlich sagen, ja, es gibt Missbrauch beim Bürgergeld, das stimmt, das empört auch viele Menschen. Es gibt einige, die sich eingerichtet haben in einem Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit, wo sie tatsächlich besser stehen als mancher, der Vollzeit arbeitet. Allerdings das, was die FDP hier vorschlägt, geht am eigentlichen Thema vorbei, weil diese sogenannten Totalverweigerer, da reden wir über 0,4% der 3,9 Millionen Bürgergeldempfänger in Deutschland. 0,4%. Also wer sagt, dass wir dadurch große Summen einsparen können, der macht den Leuten etwas vor, der verkauft sie auch wirklich für dumm. Wenn man will, dass sich Leistung wieder lohnt, wenn man will, dass sich ehrliche Arbeit wieder lohnt, dann sollte man lieber den Mindestlohn erhöhen, zum Beispiel auf 14 Euro. Und man sollte Niedrigverdiener von Steuern und Abgaben entlasten. Das wäre der deutlich bessere Weg. Das ist ja absolut richtig. Sorry, dass ich hier so häufig unterbreche, aber wie gesagt, Steuersenkung für kleine und mittlere Einkommen, vor allem durch die Senkung bzw. Abschaffung von Konsumsteuern. Und das sind die wichtigsten Punkte, die kleinen und mittleren Einkommen am ehesten helfen würden, die dafür sorgen würden, dass mehr Leute arbeiten gehen und nicht mehr Bürgergeld beziehen. Und noch einen dritten Punkt, den möchte ich hier ergänzen, Vollbeschäftigung. Der deutsche Staat hatte früher mal das Ziel, Vollbeschäftigung zu erreichen, beziehungsweise einen hohen Beschäftigungsstand. Das hätte er theoretisch immer noch. Das hat die Bundesregierung 1967 mal ins Stabilitäts- und Wachstumsgesetz geschrieben. Na, daran hält sich leider keine deutsche Bundesregierung seit Mitte der 80er Jahre mehr. Also früher haben deutsche Bundesregierungen tatsächlich noch versucht, möglichst viel gesamtwirtschaftliche Nachfrage herzustellen durch eine entsprechende Steuerpolitik, durch staatliche Investitionen. Aber ja, mit dem Siegeszug des Neoliberalismus hat man gesagt, steht zwar im Gesetz, aber ist uns nicht so wichtig. Eine bestimmte Reservearmee an Arbeitslosen ist ja ganz praktisch. Damit können wir im Zweifelsfall die Löhne drücken. Und deswegen haben wir so eine hohe Arbeitslosigkeit. Wenn man weiterhin die Wirtschaftspolitik gemacht hätte, die
ein Konrad Adenauer oder ein Willy Brandt oder ein Ludwig Erhard gemacht haben, dann hätten wir heute dieses Problem mit Arbeitslosigkeit und Millionen Leuten, die Bürgergeld beziehen, überhaupt nicht. Dann hätten wir ein paar hunderttausend Leute, die Bürgergeld beziehen würden und ja, keiner würde sich groß aufregen. Aber so haben wir halt dieses riesige Problem. Aber anstatt etwas gegen die hohe Arbeitslosigkeit zu tun und endlich für höhere gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu sorgen, wie gesagt, durch steuerliche Umverteilung, durch höhere staatliche Ausgaben, durch Investitionsprogramme in die Infrastruktur, schimpft man lieber auf die Bürgergeldempfänger.